Dein Darm ist super wichtig für deinen Kinderwunsch. Warum ist das so? Dieser Frage möchte ich in diesem Video gerne auf den Grund gehen, damit du nämlich die Infos an der Hand hast, um zu entscheiden, okay, sollte ich an diesem Thema ansetzen, um meine Fruchtbarkeit zu verbessern, oder ist da alles tippitoppi? Warum kümmern wir uns oder kümmere ich mich auch in meinem Coaching immer um die Themen Ernährung und Darmgesundheit als Basis? Weil beide Themenbereiche, denen wir alltäglich begegnen, sind super wichtige Einflussfaktoren auch für deine Hormonbalance. Was sind die positiven Effekte, die Ernährung und Darmgesundheit innehaben? Wir können super viele positive Effekte daraus nutzen, wenn wir uns um die Ernährung und die Darmgesundheit kümmern. Jetzt in diesem Video geht es ja hauptsächlich um die Darmgesundheit. Wenn wir also schauen, dass unser Darm gesund ist, dann hat er eben die Möglichkeit, seiner eigentlichen Funktion nachzukommen. Der Darm hat nämlich eine ganz besonders wichtige Doppelfunktion. Zum einen soll der die Nährstoffe aus unserer verdauten Nahrung aufnehmen und zum anderen soll der alle Giftstoffe und auch überschüssige Stoffwechselprodukte, wie zum Beispiel ein zu viel an Östrogen, aus dem Körper wieder ausleiten. Und das kann er eben optimal, wenn er gesund ist. Was bedeutet das jetzt, einen gesunden Darm zu haben? Wenn du Verdauungsstörungen hast beispielsweise, also Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Unwohlsein, Blähbauch sehr häufig, wenn du eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hast, sind das alles Zeichen dafür, dass dein Darm ein Problem hat. Man muss sich das nämlich so vorstellen, der Darm, der hat sogenannte Darmzotten. Das ist wie so eine Tür, muss man sich das vorstellen. Und der Türsteher da, der lässt halt nur bestimmte Nährstoffe wieder in den Blutkreislauf normalerweise. Und auch die Giftstoffe leitet er eben Richtung Ausgang. Und wenn da jetzt aber kein Türsteher steht, dann ist da Tag der offenen Tür. Das heißt, die Türen sind immer geöffnet und Nährstoffe und Giftstoffe können zirkulieren, wie sie wollen, nur leider meistens nicht in dem richtigen Verhältnis, so wie unser Körper sie gebrauchen kann. Deswegen haben wir da das Immunsystem, was reagiert. Unser Immunsystem ist ja dafür da, ihr wisst das, ne? Ein großer Teil des Immunsystems sitzt in unserem Darm. Und wenn wir jetzt das Immunsystem oder ja, wenn diese Darmtätigkeit also gestört ist, ja, also wenn der Tag der offenen Tür ist und so weiter, dann entstehen da immer wieder Entzündungen an der Darmwand. Entzündung heißt fürs Immunsystem, okay, da muss ich reagieren. Und wenn diese Tore jetzt immer geöffnet sind, dann gibt es eben tatsächlich Alarm im Darm, denn das Immunsystem wird dann immer wieder durchgängig von diesen Entzündungen getriggert. Was heißt das? Ihr müsst euch das so vorstellen wie eine übermüdete Armee, die blindlings alles angreift, was ihr in den Weg kommt, weil sie nicht mehr klar denken kann, ne? Und alles, was da im Weg ist, erstmal beseitigen will. Also eigentlich soll ja unser Immunsystem aber nur Fremdzellen bekämpfen, die nicht in unseren Körper gehören. Und nur mal so als kleine Seiteninformationen, die Spermien deines Mannes sind auch Fremdzellen für deinen Körper. Das heißt, haben wir ein Problem im Darm, haben wir ein Problem mit unserem Immunsystem, haben wir das Problem, dass das Immunsystem auch die Spermien angreift. Das heißt, dass auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dann schwanger wirst, wenn dein Immunsystem auf die Spermien deines Mannes losgeht, nicht besonders groß ist. Und deswegen sage ich immer oder betone ich immer diese Wichtigkeit der Darmgesundheit. Was wir auch damit beeinflussen können, ist natürlich unser Energielevel, ist unsere Schlafqualität, ist unsere Hormonbalance, sind aber auch fruchtbarkeitseinschränkende Symptome und Syndrome, wie zum Beispiel PCOS, PMS, Endometriose. Diese ganzen Themen können wir mit einem stabilen Darm eben auch beeinflussen, weil die Grundlage von diesen Thematiken sind oft hormonelle Verschiebungen. Was heißt also auch, wenn ich meine Hormonbalance wieder mehr stabilisiere und die Ursache für diese Symptome und Syndrome bekämpfe und wieder eliminiere,
wieder in die Balance bringe, dann habe ich eben auch eine höhere Chance auf eine Schwangerschaft. Ja, also das ist ganz besonders wichtig. Und was eben auch immer schön ist zu erwähnen, wir haben eben auch einen super langfristigen Mehrwert dadurch. Weil wenn wir diese ganzen Themen jetzt beeinflussen und wir werden schwanger, wir bekommen unser erstes Kind, dann haben wir eben auch in der Schwangerschaft eine viel bessere Möglichkeit, unser Kind zu supporten. Ich komme da später nochmal drauf am Ende des Videos, warum das so ist. Und jetzt möchte ich erstmal darauf eingehen, wie wir unsere Hormonbalance damit beeinflussen. Das steht ja immer über allem. Also wir brauchen ja in unserem Zyklus als kleine Wiederholung immer ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron. In der ersten Zyklushälfte haben wir mehr Östrogen, damit der Eisprung ausgelöst wird. Und in der zweiten Zyklushälfte fällt das Östrogen wieder ab, der Östrogenlevel, und das Progesteron steigt, damit eben die Gebärmutterschleimhaut entsprechend aufgebaut werden kann und sich die befruchtete Eizelle auch einnisten kann. Ja, und wenn nicht genug Progesteron da ist beispielsweise oder ein zu viel an Östrogen, dann haben wir eben die Problematik, dass entweder kein Eisprung stattfindet, dass die zweite Zyklushälfte zu kurz ist, also dass wir dann auch zu wenig Gebärmutterschleimhaut aufbauen können, dass sich die Eizelle auch gar nicht richtig festbeißen kann, sagt man so ein bisschen umgangssprachlich im Kinderwunsch, dass die sich also nicht richtig einnisten kann. Ja, also dass es da einfach Schwierigkeiten gibt. Und dieses Verhältnis gilt es eben langfristig zu optimieren und zu erhöhen. Was sind jetzt also Störfaktoren, die den Darm beeinflussen? Zum einen kann das der Lebensstil sein. Ja, also wenn man sich jetzt längere Zeit falsch ernährt, beispielsweise zu wenig Kohlenhydrate, zu viel Kohlenhydrate, also ein nicht ausgeglichenes Nährstoffverhältnis, wenn man sehr viel Zucker isst, sehr viel Weizen, Gluten und ja, viele verarbeitete Lebensmittel isst, wenn man raucht, Alkohol trinkt, wobei bei den letzten beiden Sachen gehe ich davon aus, dass du das nicht tust, weil du im Kinderwunsch bist, wenn man wenig Ballaststoffe isst. Und das muss auch jetzt gar nicht bewusst sein. Also es gibt natürlich so diese bewusste Form, wo man sagt, okay, ich weiß, eigentlich müsste ich mal was an meiner Ernährung verändern. Ich esse vielleicht ein bisschen zu viel Zucker und trinke mal gerne Cola oder trinke mal gerne ein Glas Wein oder so. Also diese Themen gibt es zwar auch, aber viel größer ist eigentlich dieser Faktor und auch viel größer ist der Einfluss, weil uns das nicht so bewusst ist, von dieser unbewussten falschen Nährstoffaufnahme. Denn unser Körper braucht bestimmte Nährstoffe, unter anderem auch, wenn wir die Pille sehr lange genommen haben. Weil es ist mittlerweile nachgewiesen, dass durch die lange Pilleneinnahme ein bestimmter Nährstoffmangel entsteht, von ganz bestimmten Nährstoffen. Und dieser Nährstoffmangel, der muss eben aufgefüllt sein. Wir brauchen, um schwanger zu werden, ganz bestimmte Nährstoffe, die unseren Körper unterstützen. Das müssen wir gar nicht immer merken. Wer von uns merkt denn tatsächlich einen Vitamin-D-Mangel im Winter? Wir werden zwar öfter krank, so im Februar, März, weil dann bei den meisten, ich habe wirklich noch keinen kennengelernt, der da einen guten Vitamin-D-Wert hat, ohne Substitution, der da direkt den Rückschluss sieht, okay, ja, mein Vitamin-D-Wert ist schlecht, ich substituiere mal. Ja, also man merkt ja nicht sofort, welcher Nährstoff fehlt denn jetzt? Ja, das lässt sich durch verschiedene Hinweise rausfinden, klar. Oder durch ein Blutbild beim Arzt natürlich auch, ne? So ein Vitalstoffbild oder so. Aber im ersten Moment merken wir das nicht. Und deswegen kann es eben sein, und das ist eben der größere Risikofaktor, wir haben einen Nährstoffmangel, der uns gar nicht bewusst ist, der aber unseren Körper daran hindert, schwanger zu werden oder die Schwangerschaft zu halten. Jetzt keine Sorge, das kann man alles wieder ausgleichen. Ja, also jetzt, man hat jetzt nicht einen Nährstoffmangel oder bleibt dann für immer, sondern man hat da schon Optionen, das zu optimieren. Aber deswegen ist eben auch der Darm so wichtig. Denn wenn wir jetzt den Darm vorher nicht aufgebaut haben und nehmen da, wer weiß wie viele Produkte ein, Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht auch nicht von der optimalen Qualität oder auch nicht in der Menge, wie wir sie benötigen, oder in der bioaktiven Form, ne, also nehmen dann irgendwas ein, was vielleicht gar nicht für unsere aktuelle Situation ausgelegt ist, dann kommt es eben auch nicht ausreichend im Körper an. Weil wir brauchen ja unseren Darm, du erinnerst dich, Doppelfunktion, der ist auch für die geeignete Nährstoffaufnahme wichtig. Und damit er eben in der Lage ist, das zu tun, braucht er einfach ein bisschen Support. Und
diese Pilleneinnahme oder auch Medikamenteneinnahme, also wenn du da zusätzlich noch andere Medikamente nimmst, wie zum Beispiel Thyroxin bei einer Schilddrüsenunterfunktion, dann ist nämlich deine Leber auch ziemlich belastet. Ne? Also, weil Darm und Leber hängen ziemlich zusammen, weil du in der Leber eben auch viele Stoffwechselvorgänge hast und da müssen eben die Medikamente durch, werden da verstoffwechselt, also deine Leber ist echt unter Dauerfeuer dann. Und deswegen kann es eben sein, wenn man den Darm unterstützt, wenn man die Leber unterstützt in einem geeigneten Maß, dass das eben schon einen ausschlaggebenden Faktor auf die Fruchtbarkeit hat. Und damit das jetzt noch mal ein bisschen anschaulicher wird für dich, habe ich das mal an dem Beispiel Östrogendominanz für dich noch mal. Das erkläre ich dir noch mal, weil es ist ja so, dass viele das Problem haben, in der zweiten Zyklushälfte, eine zu kurze Zyklushälfte zu haben beispielsweise. Also zu viel Östrogen, zu wenig Progesteron, also nicht in einem richtigen Verhältnis, dass das da vorliegt. Und da ist es einfach so, bei einem gesunden Darm läuft das mit dem Östrogen so ab. Das wird in den Ovarien gebildet, das zirkuliert im Blutkreislauf, das passiert die Leber, wird da verstoffwechselt und über den Darm ausgeschieden, ein Großteil vom Östrogen. Ein bisschen fließt wieder zurück in den Körper, das ist auch ganz normal, aber das, was zu viel ist, wirklich zu viel da ist, wird über den gesunden Darm auch gut ausgeschieden. Wenn wir da jetzt ein Leck haben im Darm, dann passiert das so, das wird auch in den Ovarien gebildet, zirkuliert im Blutkreislauf, wird über die Leber verstoffwechselt, geht in den Darm, aber kann nicht ausgeschieden werden, weil ihr erinnert euch, Tag der offenen Tür, das fließt da alles wieder raus. Das ist sehr einfach dargestellt jetzt. Und dann geht das nämlich nicht, wird nicht ausgeleitet aus dem Körper, sondern zirkuliert wieder zurück. Und als erstes, also es geht genau den Weg rückwärts, kommt es wieder in die Leber. So, das heißt, die Leber ist sowohl mit dem, was reinkommt durch die normale Stoffwechselproduktion, Medikament und so weiter, wird die Leber schon, ne, ist die schon gut am Arbeiten. Und jetzt bekommt die aber auch noch das, was sie eigentlich abgearbeitet hat, wieder zurück und muss das auch noch verarbeiten. Das heißt, die ist auch total überlastet. Ja? Und dann kommt das eben wieder zurück in den Blutkreislauf und dann beeinflusst es auch unseren Zyklus. Ja, also das zirkuliert dann so sehr in unserem Körper, dass wir da kein ausgeglichenes Verhältnis hinkriegen, wenn wir den Ausgang nicht frei halten. Ich sag mal so, wie es ist. So, und was eben auch noch ganz wichtig ist, das ist das, was ich eben erwähnte. Warum ist jetzt diese Darmgesundheit nicht nur wichtig im Kinderwunsch, sondern auch später? Was sind die langfristigen positiven Effekte, die wir daraus ziehen können? Zum einen hast du eben, wenn du jetzt im Kinderwunsch schon auf deine Darmgesundheit achtest, den charmanten Vorteil, dass du deine Hormonbalance eben gut unterstützt. Auch wenn du eine Östrogendominanz hast beispielsweise, dann hast du eben den Vorteil, dass dieser Östrogenabbau und die Ausleitung aus dem Körper viel besser funktioniert, dass du also schon mal dein Hormonverhältnis verbessern kannst. Was auch super wichtig ist, dass das Darmmikrobiom auch die Vaginalflora beeinflusst. Und zwar sind da Bakterien in einem falschen Ausmaß zum Beispiel drin oder Bakterien, die da nicht hingehören. Wenn es im Darm ein Problem gibt, dann kannst du davon auch Vaginalpilz zum Beispiel bekommen. Und das ist eben ganz ungünstig im Kinderwunsch, ne? Dann hat das Darmmikrobiom an sich auch Einfluss auf deine Geschlechtshormone. Deswegen ist das so wichtig im Kinderwunsch. Und warum ist das wichtig in der Schwangerschaft? Man hat festgestellt, dass das Baby nicht erst unter der Geburt durch den Kontakt mit der Vaginal- und Darmflora der Mama in Kontakt mit diesen Bakterien kommt und dadurch sein Immunsystem ausbildet, sondern dass es schon im Bauch Signale von dem Darmmikrobiom der Mutter, von der Darmflora bekommt und damit schon anfängt, seine Abwehrkräfte, also sein Immunsystem aufzubauen. Das heißt, du unterstützt mit einem gesunden Darm nicht nur jetzt deine Fruchtbarkeit, deine Hormonbalance und dein Wohlbefinden, sondern du unterstützt von Anfang an auch die gesunde Entwicklung deines Kindes. Und das finde ich einen äußerst charmanten Vorteil, wenn man sich eben seine Darmgesundheit mal anschaut. Und ich meine, was hat man zu verlieren, gell? Also man macht die Darmsanierung, die ja sowieso empfehlenswert ist, einmal im Jahr das mal zu machen. Das ist auch überschaubar. Ja, man muss ja jetzt nicht monatelang irgendwelche Diäten einhalten, sondern es ist wirklich ein überschaubarer Zeitraum. Man kann das Step by Step durchgehen
Und man steigert dadurch, also es ist echt ein super tolles Lebensgefühl danach. Ne? Also man merkt dann erstmal, was das für einen Unterschied ausmacht. Und man hat eben diese ganzen positiven Effekte dann auch später für die Fruchtbarkeit, für die Schwangerschaft. Und das finde ich eben richtig, richtig gut. Und wenn du jetzt noch Fragen dazu hast, wenn du wissen möchtest, wie funktioniert das überhaupt, was muss ich denn da machen, ich erkenne mich da wieder, ich will das mal ausprobieren, dann schreib mir gerne, besuch meine Homepage, das ist alles unten in der Videobeschreibung drin. Wenn dich das Video interessiert oder auch wie man das genau macht oder wenn du da mehr Infos möchtest, schreib es mir bitte gerne in die Kommentare, weil immer wenn du mir was schreibst und wenn du mir Themenvorschläge schickst, dann kann ich eben ganz speziell auf deine Themen eingehen und dazu auch mal ein Video machen. Ich muss es nur wissen. Deswegen schreibt mir gerne dazu und ich freue mich, wenn ich euch mit den Informationen für euren Kinderwunsch und für eine gelassene Schwangerschaft versorgen kann. Also in dem Sinne, bis nächstes Mal.